Ach. Sie sind langsamer, als ich gedacht hatte, Shepard. Ich wurde getroffen. Geben Sie mir Feuerschutz, während ich mich auflade. Oh. Achtung, Jäger! In Deckung! Alles in Ordnung! Ich muss mich wieder aufladen. Geben Sie mir Feuerschutz. Der Jäger geht in Stellung. Ja, Drecksau. Ich muss mich hier hinstellen. Und wieder nix. Ja, dann komm mal her. Jetzt hat der Spaß für Sie ein Ende, Shepard. Wirklich schade, dass die Guten immer scheitern. Es kann nur ein Ende geben. Unterstützung anvisieren. Boah, lass mich kämpfen. Cerberus bedankt sich für ihre harte Arbeit. Los, Shepard, da oben. Shepard! Festhalten! Hier, Shepard, was ist Ihre Position? Wiederhole, ist jemand auf dieser Frequenz? Wir hören Sie, was ist Ihre Position? Der Lieutenant ist tot, unsere Zone bricht zusammen. Was ist mit Shepard? Haben Sie es zum Tempel geschafft? Ich hab Sie. Moment, da kommt der Reaper. Bitte, ist da jemand? Ich... Oh Gott, nein. Commander Shepard, sind Sie das? Commander? Ratserin, die Mission ist... Der Kontakt zu Tessia ist abgebrochen, als wäre der Planet weg. Wann wird der Tigel einsatzbereit sein? Ratserin, schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Information nicht. Was ist passiert? Cerberus war da. Wir wurden besiegt. Wir können den Tigel nicht fertigstellen.
Ich... Was soll ich sagen? Wie war die Lage auf Tessia? Verschlimmert sich rasch. Gewaltige Reaper-Truppen. Dann entschuldigen Sie mich. Ich muss... Vorbereitungen für den Fortbestand unserer Zivilisation. Mit diesem Tag habe ich nie gerechnet. Niemand hat das. Es tut mir leid. Die Asari-Truppen sind auf dem Rückzug. Wir sind in diesem System nicht mehr sicher. Bringen Sie uns raus. Shepard. Ich... Niemand konnte wissen, dass Cerberus Tessia vor uns erreichen würde. Es ist mein Job, vorbereitet zu sein. Immer. Und jetzt sind Tessia und die Katalysatordaten verloren. Ich bin's leid, dass Cerberus immer gewinnt. Dann sollten wir ihn mal in die Eier treten. James hat recht. Weiß jemand, wo sie sich verstecken? Irgendwer? Nun, etwas wäre da schon. Dann raus damit, Trainer. Ich konnte Kailings Shuttle durch das Portal verfolgen und sein Ziel extrapolieren. Aber das Signal verschwand im Lyra-System. Natürlich. Es ist aber nicht einfach weg, sondern es wird aktiv blockiert. Wie? Ich bin nicht sicher, aber etwas stört sämtliche Signale in diesem Weltraumabschnitt. Commander, im Lyra-System gibt es außer der Zuflucht nicht viel. Und die ist ein Auffangbecken für Kriegsflüchtlinge. Denken Sie, wir sollten uns das ansehen? Ja, Sir, in der Tat. Hätte Spezialistin Trainer die Daten nicht so präzise untersucht, wäre die Störung gar nicht aufgefallen. Gute Arbeit. Machen wir was draus. Gute Arbeit, Trainer. Wir haben eine Spur und die wollen wir nicht wieder verlieren. Ich war auf Horizon im Lyra-System stationiert. Zu der Zeit waren sie dort die einzige Cerberus-Präsenz. Eine schwache Spur. Hoffentlich die richtige. Mir ist egal, wie schwach die Spuren sind. Cerberus darf uns jetzt nicht mehr aufhalten. Ich will die Proteaner-Daten und den Katalysator. Keine Ausreden. Wegtreten. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Okay, danke schön. Shepard, ich habe von Tessia gehört. Wir waren ganz nah dran, Anderson, diesen verdammten Krieg zu beenden. Sie dachten doch nicht, es würde so einfach werden. Nichts war einfach. Ich wusste von Anfang an, dass bei diesem Krieg keine Minute einfach würde. Aber der Fall von Tessia und das Wissen, dass ich verantwortlich war. Shepard, wissen Sie, wie oft ich in all den Jahren schon furchtbar einstecken musste? Dass ich den Erstkontaktkrieg überlebt habe, war ein Wunder. Sie sagten, ich sei ein Held. Und ich war froh, davongekommen zu sein. Gut, Kai Leng hat sie geschlagen. Na und? Das könnte uns den Krieg kosten. Die Jungs im Widerstand wissen, dass sie auf verlorenem Posten stehen und sie schlechte Chancen haben, den nächsten Tag zu erleben. Aber wir bleiben dabei. Ich stehe jetzt in London. Überall sind nur Trümmer. Ich wurde hier geboren und werde wohl auch hier sterben. Zeigen Sie uns die Reaper und wir gehen das Risiko ein. Ich würde auf Sie wetten. Sie schaffen es, Anderson. Und wenn alles vorbei ist, zeigen Sie mir London. Wir müssen es vorher neu streichen. Es wird bald vorbei sein. Hoffentlich. Schütteln Sie das ab. Mach ich. Anderson, Ende. Joa, da war ich gerade so ein bisschen sprachlos. Ich dachte, oder mich zumindest dunkel daran erinnert, dass wir... Sondern dass ich das beim ersten Mal Durchlauf irgendwie geschafft hätte, den zu besiegen. Aber dem scheint wohl nicht so. Elkor-Flottille. Alles klar. Was haben wir hier noch? Dr. Yeezy. Scharfschützeneinheit. Und noch mehr. Mehr. Okay. Dann wollen wir sehen.
Haben wir sonst noch irgendwas? Was wir machen können. Hier ist auch keiner mehr. Da hat sich ja richtig gelohnt, hier umzubauen. Verdammt. Ich dachte, nachdem wir den Reaper auf Run noch erledigt haben. Ich weiß auch nicht. Ja, aber wir hätten unmöglich jeden Reaper auf Tessia aufhalten können. Die Asari hätten sich früher engagieren sollen. Ja, das sagt man jetzt so leicht. Mhm. Commander, Cerberus hat eine Kommunikationsanlage auf Ontaron angegriffen. Ich habe die Galaxiekarte schon aktualisiert. Okay. Moment mal. Moment. Geht er nochmal raus? Ich bin ein Mann und ich muss mich ausheulen. Und wo geht man denn hin? Richtig. Zu seiner Freundin. Zu seiner Frau. Geliebten. Whatever. Was ist denn hier los? Macht ihr hier? Commander, wir haben gerade mit Liara gesprochen. Sie ist sehr stark. Ihre Welt wurde gerade in den Grundfesten erschüttert. Völlig. Adams und ich, wir haben uns gerade an Noveria erinnert. Und an den furchtbaren Tod ihrer Mutter. Liara wirkte danach völlig unbeeindruckt. Dabei muss es sehr schwer gewesen sein. Sie hat mir wochenlang Geschichten über ihre Mutter erzählt. Ja, mir auch. Ich denke, sie wird es schon schaffen. Ja, hoffentlich. Ja, Kai, dann geh doch hin und red mit ihr. Und keine Sorge wegen Kai Leng. Jetzt kennen wir seine schmutzigen Tricks und können ihm beim nächsten Mal ordentlich in den Arsch treten. Darauf können Sie wetten. Du. Commander? Ich kann's kaum erwarten, wieder rauszukommen. Ich kann's kaum erwarten, wieder rauszukommen. Was mit dir? Energieraster im grünen okay. Bereich. Energieraster im grünen Bereich. Ja, vielleicht die Tale hier auch bei, Liara. Kann natürlich sein. Ich weiß halt ja nicht. Trägt ja kein Halsband. Haben Sie Ihre Story über Tessia schon weggeschickt? Nein. Ich versuche es richtig zu formulieren. Und was passiert, wenn Sie ihn unglücklich formulieren? Wenn ich Glück habe, fällt die Citadel-Börse um 2000 weitere Punkte. Und wenn Sie Pech haben? Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie wirklich Pech. Second Star Broadcasting will mich abwerben. Ihre Story über Garvok war zwar gut, aber hey, ich bin auf der Normandy. Okay. Müssen wir reden, Commander? Im Moment nicht, Alice. Sagen Sie Bescheid, wenn es soweit ist. Ja. Beim letzten Kampf, da solltest du dann vielleicht nicht dabei sein. Nee, bald. Crewdeck. Ach, da ist sie ja. Hi. Ich spreche mit Liara. Sie sind ein guter Freund. Ja. Danke, Shepard. Was denn? Danke, Shepard. Ja, okay. Ich habe die Proteaner mein ganzes Leben lang studiert. Wenn ich den Sender auf Tessia früher gesehen hätte... Sie hätten Shepards Dechiffrierer benötigt, um ihn zu verstehen. Trotzdem hätte ich etwas erfahren können. Stattdessen hat meine Mutter den wichtigsten archäologischen Fund der Galaxie vor mir verborgen. Es muss für sie ein gewaltiger Witz gewesen sein, dass ausgerechnet ich Proteaner-Forscherin wurde. Die Strafen für das Zurückhalten proteanischer Technologie gehören zu den härtesten im Ratssektor. Vielleicht wollte ihre Mutter sie einfach nur schützen. Mag sein. Danke, Edi. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Wie konnte das geschehen, Shepard? Habe ich angenommen, die Asari wären bereit, dass der Rat sie schützen würde? Oder habe ich mein Volk wegen des Katalysators einfach ignoriert? Sie hatten nichts mit dem Angriff auf Tessia zu tun. Nichts damit zu tun? Ich habe den Leuten auf Tessia Rettung versprochen. Wie viele Asari sind tot, weil ich Hilfe verlangt habe? Keine. Shepard, das stimmt nicht. Sie haben Ihr Volk seit 4 Jahren gewarnt, Liara. Sie haben keinerlei Grund, sich schuldig zu fühlen. Wenn wir schnell genug sind, haben Sie eine Chance zu überleben, neu anzufangen.
Tessia ist verloren, aber die Asari noch nicht. Den Flüchtlingen helfen. Das könnte ich machen. Ich schulde es ihnen. Ich wusste, ihnen fällt was ein. Ich brauche noch etwas Zeit, Shepard. Aber danke. Bitteschön. Okay. Hier haben wir nichts Neues. Ich brauche etwas Zeit, Shepard. Okay. Haben wir hier noch was? Hier haben wir auch nichts. Na gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen. Ja, wünsche ich dir auch, Glöf. Dadam-dam. Hoffentlich geht's ihr jetzt besser. Danke, dass Sie mit ihr gesprochen haben. Wir wussten nicht, was wir sagen sollen. Wir können nicht viel sagen, aber einfach nur da sein. Danke, Shepard. Bitte. Okay, dann wollen wir mal schauen. Was, schon wieder? Was will die denn von mir? Will die sich betrinken schon wieder, oder was? Vor allen Dingen, dann rennt man runter und dann ist sie nicht da. Was ist denn? Shepard, wissen Sie noch? Wir wollten jedes Jahr eine Flasche Cerise Ice Brandy öffnen. Und diesmal zahle ich. Aber das ist noch kein Jahr her. Schon, aber in ein paar Monaten werden wir keine Gelegenheit mehr dazu haben. Also entschuldigen Sie bitte meine Ungeduld. Sparen Sie ihm für den Sieg auf. Doktor, verwahren Sie die Flasche sicher. Wir öffnen sie, um damit unseren Sieg über die Reaper zu feiern. Ich bewundere Ihren Optimismus und freue mich schon darauf, wenn es soweit ist. Schön. Udina hat tatsächlich den Verstand verloren? Ich habe den Mann nie gemocht. Jetzt weiß ich auch warum. Ja, war halt ein bisschen durchgedreht. Es ist schön, dass Tali wieder da ist. Ich habe dafür gesorgt, dass wir genügend Antibiotika und Antihistamine auf Dextro-Basis haben. Das ist ja nett von dir. Hallo, Hallo, Commander. Nette Frau. Kann ich weiterempfehlen. Top. So, Tali. Shepard, es war nicht Ihre Schuld. Es geht nicht um Schuld. Ich sollte Sie aufhalten. Kommt noch. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, Tali. Erde, Pelevan, Tessia. Ich riskiere alles, um den Tiegel zu bauen und weiß nicht mal, was er macht. Wieso entscheide ich alles? Weil Sie recht hatten. Von Anfang an. Sie haben ganz allein gekämpft, als Ihnen niemand geglaubt hat. Und außerdem bist du der Mann, den ich liebe. Vergessen Sie das nicht, was auch passiert. Ja, genau. Hast du gehört, Shepard? Danke, Shepard. Bitte. Eigentlich müsste ich ja Danke sagen. Naja. Okay, Dankeschön. Was haben wir denn da? Evakuierung von Tessia. Gut, sie haben diese Nachricht geöffnet. Sie kommt gar nicht vom Asari-Oberkommando. Das ist nämlich damit beschäftigt, sich um die Reste seines Planeten zu kümmern. Sie haben unseren Kampf auf Tessia also belebt. Sie sind gar nicht so schwach, wie ich dachte. Aber vergessen Sie nicht, dass Ihr Bestes nicht ausgereicht hat, um mich aufzuhalten. Ein ganzer Planet liegt im Sterben, weil Ihnen die Stärke zum Sieg fehlte. Die Legende von Shepard muss neu geschrieben werden. Hoffentlich bin ich beim letzten Kapitel dabei. Das endet nämlich mit ihrem Tod. Was für ein riesen Arschloch. Mann. Danke fürs Zuhören, Commander. Es war eine gute Idee. Und im Moment ist es die beste Spur, Richtig. Die wir haben. Wie auch immer. Viel Glück. Was hast du denn mit deinem Kopf? Das war ein bisschen creepy. Guten Tag. Aber manche Leute, die rumrennen, da fragen man sich auch, was machen die den ganzen Tag? Ich glaube, das weiß er selber nicht. Ja, ich laufe hier einfach mal lang. Und, oh, guck mal, rotes Licht. Ist ja interessant. Oh, guck mal, wenn ich weitergehe, dann wieder dunkel und wieder hell. Ach, guck mal, da ist noch mehr rotes Licht. Bin ich in Hamburg? Ja, das geht ja nicht. Ach, guck mal. Jetzt ist hier blaues Licht.
Wenn ich ein bisschen schneller laufe, dann ist halt rot-blau, 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 dunkel. Alter, das ist wie eine Disco. Ist ja der Hammer. Ja, bevor ich hier weiter Scheiße laber, machen wir eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Mass Effect 3 mit mir, dem Drehwerk. Bis dann. Ciao. Oh, und nicht vergessen, Kommentar und Däumchen wären nett. Tschüss.